Title Screen. Wer braucht denn sowas? <laughs> also ich nicht. Okay, Spaß beiseite. Ich bin Donf204 und ich habe ein kleines Plugin für euch geschrieben. Mein allererstes RPG Maker MZ-Plugin, mit dem ihr den Title Screen, den Startbildschirm des Spiels einfach überspringen könnt. Wozu ist das Ganze gut? Ganz einfach, wie bereits gesagt, um diesen Bildschirm hier zu überspringen und direkt auf die Map zu kommen. Was. Hat das aber für einen Sinn am Ende? Erstens könnt ihr beim Spieltest sehr viel Zeit sparen, indem ihr einfach direkt auf den Maps startet, auf den ihr starten wollt, und nicht jedes Mal in den Titlescreen kommt. Wenn ihr da, keine Ahnung, eine halbe Minute im Titlescreen verbringt, jedes Mal, wenn ihr hier auf Spieltest äh, drückt, dann kann das auch am Tag, wenn ihr öfter mal auf Spieltest drückt, kann das auch mal eine halbe Stunde einfach sein, die einfach weg ist. Einfach weg, weil ihr. Keine Ahnung, 60 Mal auf Spieltest äh, gedrückt hat, ab, habt an einem Tag und eine halbe Stunde, da kann man viel schaffen. Das wisst ihr selber ganz genau. Und das ist vergeudete Zeit. Und mit dem Plugin könnt ihr das einfach mal beheben, das Problem. Nächstes Thema: Ihr könnt eigene eventbasierte Menüs bauen, die direkt auf der Map stattfinden. Das kann ich euch mal im RPG Maker MV zeigen. Das ist hier. Und da habe ich nämlich bereits ein eventbasiertes Menü direkt auf der Map gebaut. Werdet ihr gleich sehen? Was ist da im Rock? Drücke Enter und finde es heraus. Fisch im Rock. Neues Spiel, Spielladen, Optionen und beenden. Und alles funktioniert. Und direkt auf der Map. Das ist mega cool. Das ist mega cool. Ich kann hier direkt auf der Map auch ein bisschen was ummappen. Keine Ahnung. Ähm, hier, zack. Und starten. Und dann ist das hier wirklich zu sehen. Also wir sind wirklich, wirklich, wirklich auf der Map. Und das ist mega cool, das Ganze. Und ähm, dazu ein Tutorial ist in der Videobeschreibung. Falls es noch kein RPG Mega MZ-Tutorial gibt, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video hier seht gibt es dann das MV-Tutorial dazu. Das funktioniert fast genauso gut beim MZ. Werdet ihr sehen. So, aber zurück zum RPG Maker MZ, weil um den geht es diesmal. Genau, wie gesagt, ich habe einen Skip Title Screen Plugin gemacht. Es gibt ein kleines Problem, wenn man das Original vom RPG Maker MV, das Skip Title Screen Plugin, auf den RPG Maker MZ übernimmt. Das funktioniert nicht ganz. Da gibt es ein kleines Problem. Das klären wir dann aber am Ende des Videos, weil euch hat das nicht zu interessieren vom Prinzip her. Also euch interessiert es wahrscheinlich gar nicht, was es da für ein Problem gibt. Hauptsache, es läuft jetzt. Und das ist doch das Wichtigste. Wie installiere ich das Plugin? Ganz einfach. Ihr geht in den Download-Link. in der Videobeschreibung. Da ist ein Link. Da klickt ihr drauf. Download-Link. Und könnt das Ganze runterladen. Komplett for free natürlich. Komplett gratis. Dazu sind wir hier. So, und dann habt ihr diese Datei hier. Skip Title Screen MZ heißt das Ganze. Skip Title Screen MZ. Das kopiert ihr einfach oder fügt es einfach bei euch im Spiel dann ein in den Ordner. Spiel, Spielordner öffnen, JS, also JS, Plugins und hier einfach einfügen. Ich habe jetzt äh, schon eine Datei drin. Ich ersetze die jetzt einfach, spielt keine Rolle. Ihr habt da natürlich noch keine Datei drin. So. Dann geht ihr hier oben auf dieses Puzzleteil. Plugin Manager heißt das Ganze. Doppelklickt hier in die Zeile. Name. Sucht ihr euch dann aus. Title Screen. Ähm, es gibt Title Screen. MZ heißt das Ganze. Ähm, Autor bin ich. Ähm, ich möchte nicht unbedingt bei euch in den Credits erscheinen. Das ist nicht so wichtig. Ihr müsst mich nicht in den Credits erwähnen, wenn ihr das nicht möchtet. Das ist freiwillig. Es ist immerhin euer Spiel und nicht meins. Dann drückt ihr einfach auf OK. Und schon funktioniert das Ganze. Jetzt kann ich einfach hier keine Ahnung auf diese Map gehen, Startposition festlegen und das Spiel starten und zack, ich bin auf der Map. Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist, so schnell geht das. Ganz einfach. Ich drücke Escape, Spielende, zum Titel und zack, ich bin immer noch immer noch auf der Map. Ich komme nicht zum Titelscreen mehr zurück, auch wenn ich Game Over gehe. Zack, ich bin wieder auf der Map. So wie so wie das sein muss. Und das ist doch genau das, was wir wollen. Und das ist doch mega geil. Da können wir, wie gesagt, unsere eigenen eventbasierten Menüs bauen oder ihr nutzt es halt einfach nur, um Zeit zu sparen bei der Spielentwicklung. Ähm, hier in dem Event ist der Befehl drinnen, der uns zum Title Screen zurückschickt und auch er schickt uns auf die Map zurück. Das ist dieser Befehl hier, Rückkehr zum Titelbildschirm. Der ist irgendwo hier drinne. Hier ja, Rückkehr zum Titelbildschirm und Game Over. Der Befehl schickt uns auch wieder auf die Map zurück. Wunderbar, alles funktioniert. Ähm, und wenn ihr ein eigenes Menü bauen wollt, könnt ihr einfach ein eigenes Menü bauen. Das macht ihr dann auf einer extra Map. Auf so einer zum Beispiel hier. Ähm, könnte man jetzt, keine Ahnung, bearbeiten. Ähm, Title Screen nennen. Ups. So. Und tada, das ist unsere Map Title Screen. Und wenn ich dann hier starte. Da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Haben wir dieses weniger schöne Menü. <laughs> aber es funktioniert. Hier, ich gehe auf Optionen. Ich gehe auf Fortsetzen. Und ich gehe auf Beenden. Und ich gehe auf Neues Spiel. Alles funktioniert. Wunderbar. Sieht so hier aus. Ist nicht sonderlich ähm, berauschend. Aber es funktioniert. Okay? Es funktioniert. Und das ist auch schon mal cool. Könnt ihr könnt euch das Ganze mal angucken. Aber müsst ihr nicht. Wie gesagt, dazu ist ein Tutorial in der Videobeschreibung ein vernünftiges Tutorial. Das wird auch rechts oben wahrscheinlich jetzt aufploppen. Gut. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ähm, jetzt wisst ihr im Grunde, wie ihr das Plugin installiert und wie ihr es verwendet. Jetzt ist das ganze Thema für euch eigentlich abgehakt. Für Leute, die noch wissen wollen, was es für ein Problem gab zwischen dem RPG Maker MV Plugin und dem RPG Maker MZ Plugin. Die können noch dranbleiben, dann erkläre ich das kurz. Dauert auch nicht lange. Ganz einfach. Wir gehen dazu mal kurz in mein Visual Studio Code, in mein Plugin hinein. Das Skip Title Screen MZ.js Hier steht es auch nochmal. Ähm, Plugin. Ganz einfach, ist nicht viel Code. Ihr seht es. Ähm, was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, das, der Autosave. Ich musste, musste den Autosave immer hier ausschalten. Dollar Data System, ähm, Punkt Option Autosave ähm, gleich false. Okay. Den musste ich immer ausschalten und wenn die Map startet musste ich ihn dann wieder anschalten. Und das ist ziemlich nervig. Warum muss ich das tun? Das ist ein kleiner Bug mehr oder weniger gewesen. Ähm, der uns das, Auto, äh, das, ja, das Autosave sonst zerschießt. Das kann ich euch mal kurz demonstrieren, weil ich bin ja ein cooler Dude und kann das auch mal kurz demonstrieren, indem ich, Entschuldigung, indem ich einfach mal das alte Plugin nehme. Ich habe nämlich einmal das Skip Title Screen und das Skip Title Screen MZ. Wir nehmen mal das alte Plugin, was nicht kompatibel mit dem MZ ist, also nicht 100% kompatibel, werdet ihr gleich sehen. Und wenn ich das jetzt ähm, benutze, das Plugin, ganz einfach, indem ich jetzt auf, ähm, keine Ahnung, ähm, fort, neues Spiel gehe, okay, dann gehe ich hier runter und jetzt hat er ein Autosave erstellt. Soweit ist ja alles klar, oder? Leute, soweit sollte ja alles klar sein. Wenn ich jetzt das Spiel beende und neu starte, fortsetzen mache, kann ich hier an dieser Stelle ähm, fortsetzen. Alles funktioniert soweit scheint ja alles zu funktionieren, ist doch kein Thema. Ich starte das Spiel neu, kann fortsetzen an der Stelle, alles funktioniert. Aber der zerschießt mir das Auto safe, wenn ich den Game Over Befehl benutze, dann kann ich nämlich nicht mehr fortsetzen, weil jetzt haben wir hier eine Zeit von 000000. 00, 00, 00. Das heißt, er speichert im Title Screen nochmal und das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Weil wir dann unser komplettes Autosave komplett zerschossen haben durch den Game Over Befehl. Und das könnte den Spieler massiv aufregen, wenn er plötzlich seinen Autosave verliert. Ähm, das wäre nicht gut. Das wäre wirklich nicht schön. Wollen wir nicht. Das ganze äh, Problem besteht auch. Ähm, neues Spiel besteht auch. So, jetzt kann ich wieder hier ähm, Spiel beenden drücken. Fortsetzen. Genau, wenn ich über das Menü-Spiel beenden drücke, dasselbe Problem. Auch funktioniert nicht. Hm, ärgerlich, oder Leute? Das ist wirklich ärgerlich. Das kann doch nicht sein. Mensch, was soll denn das? Hm, neues Spiel. Vielleicht geht dieser Befehl hier wenigstens. Nein, Leute, ich kann es euch gleich sagen, er geht auch nicht. Jetzt erschießt uns auch das ähm, Save-Game äh, und weg war es. Das auto safe, weg war es. Das ist ein kleines Problem. Ähm, wie gesagt, war leicht zu fixen, mehr oder weniger. Ich habe eine Stunde gebraucht, äh, ich das Ganze vernünftig hinbekommen habe. Und ähm, aber das spielt ja für euch keine Rolle. Ihr nehmt einfach, wie gesagt, es gibt Title Screen MZ. Und da habe ich das Problem gelöst. Wie gesagt, ähm, funktioniert alles. Erst als allererstes speichert er überhaupt erstmal in die, Dat äh, in die Variable hier rein. Ob ihr die Option Autosave aktiviert habt oder nicht. Also, wenn ihr hier bei System 1 Autosave nicht aktiviert habt, dann funktioniert Autosave natürlich nicht. Ist ja logisch. Dann wird das nicht angezeigt. Okay. Also auch nicht, wenn ich jetzt auf neues Spiel gehe und hier Game Over gehe, etc. pp. Der aktiviert es nicht von selbst. Das funktioniert nicht. Also, er erkennt automatisch, ob ihr es. Aktiviert habt oder nicht, das habe ich auch eingestellt. Alles funktioniert und ich hoffe mal, dass ihr das soweit verstanden habt. Wie gesagt, einfach runterladen, in den Ordner kopieren, in den Spielordner, JS, Plugins, hier, zack, rein, über das Puzzleteil aktivieren und schon kann es losgehen. Ich danke fürs Zuschauen und Tschüsseli!